Welcome to the Umbrella Chronicles, accessing file number 2498-1149-RC. Biohazard. The outbreak occurred in the summer of 1998. It started in the American Midwestern town of Raccoon City and brought hell to Earth. The T-virus was developed as a biological weapon, proliferating amongst the unsuspecting public. It metamorphosed them into living death zombies. Umbrella's mission statement had always been preserving the health of the people. But beneath this bright statement lurked the shadow of Oswell E. Spencer's ambition. End of filing concerning the outbreak incident in Raccoon City. The truth behind the rise and fall of Umbrella is something to which only a select few are privy. The beginning of the end started on the outskirts of Raccoon City in the Arklay Mountains. Ja, und damit willkommen, ihr Resident Evil-Süchtigen, so wie ich. Ich bin der Bruga. Und da ist euch willkommen zu Resident Evil The Umbrella Chronicles. Ja, ihr seht richtig, es ist ein Lightgun-Shooter für die Wii. Ich habe das Ganze schon mal im Livestream gespielt. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Ich besitze übrigens wirklich beide Spiele original. Ich spiele das Ganze hier nur auf dem Emulator, weil es halt einfacher ist für mich von der Zugänglichkeit. Und außerdem bin ich, glaube ich, nicht sehr gut mit der Wii. So, erstmal danke ich, also mit den Controllern. Erstmal danke ich meinen lieben Kanalunterstützern. Das mache ich ja immer im ersten Part, also nicht wundern. Das wären Amaterasu Hart, Amaya Neko, Afrobyte, Ani 1407, Bienchen Maya, Cindy H, Destiny Rock, Dinok XCX, iTobi 1337, Onkor 90, Erasion Kurane, Ice Rain 87, Aivati, Caruso, Klein Liz, Leon der Mettler, LJL, LTC Delta 216, Mary, Mikirin DLCT, Metal Dragona X, Michel Maurer, Mr. Numdos, Neo Chaos, Neo Daos, Nixtar, Obergeil, Pat Cardi, Party Crew 93, Patrick Kominatski, Ralion Donovan, jetzt bin ich kurz verrutscht, Rex Beast, Rufus Platus, Sebastian HH, Segojan Fantan, Simon Kaiser, The Phoenix, True Chaos, TWD Mr. Wayne, X-Rock und ZX94. So. Ja, wie gesagt, das Spiel geht, glaube ich, nicht allzu lange, also genauso wie der Nachfolger. Es gibt ja zwei, einmal The Umbrella Chronicles und dann nochmal The Dark Side Chronicles, werde ich im Anschluss auch noch spielen. Ja, ich habe ja mal eine Umfrage gemacht, was ihr so sehen wollt. Die anderen Teile bis auf 7 und Outbreak waren jetzt echt wenig gewollt. Deswegen dachte ich mir, ja gut, machst du mal was, was du noch gar nicht gespielt hast auf deinem Kanal und deswegen das hier. Ich spiele es auf normal, weil ich glaube, ohne Koop-Partner ist es echt schwierig. Ich habe schon ein bisschen probiert. Ich habe das ja damals im Stream mal ausprobiert. Wir haben echt auf die Fresse bekommen. Das war nicht sehr leicht. So, Zugentgleisung. Also man spielt hier die ganzen Szenarien nach. Also ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich auch neue. Wie gesagt, ich habe es nie so weit gespielt. Den zweiten kenne ich gar nicht. Dark Side Chronicles. Ich weiß nur, da spielt man am Anfang Leon und Krauser. Ja, die beiden kennt man ja aus Teil 4. Ja, und hier spielt man die aus Resident Evil Zero nach, die Ereignisse vorerst. Vielleicht gibt es ja noch ein anderes Szenario, mal sehen. Zugentgleisung 1. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wir spielen, ist eigentlich egal, wir beiden sind eh immer gemeinsam unterwegs. Ich glaube, es gibt kaum Passagen, wo man alleine ist. Wir spielen Rebecca. Bitteschön. Achso, ja, noch die Munition. Ja, wir haben das Maschinenpistölchen und eine normale Pistole. Ah ja, das Spiel beginnt jetzt. Okay. Achso, ich dachte, ich hätte schon auf Ready gedrückt. Egal, so, gut. Bin sehr gespannt, Leute, wie es läuft. Und euch wünsche ich viel Spaß. It was a stormy night when the leeches overwhelmed the Ecliptic Express. The Special Forces unit sent to investigate the area reported an emergency, but the announcement was suddenly cut off and followed only by silence. Enter the STARS unit member, Rebecca Chambers. Umbrella has been at the center of my plans for a long time, but the train incident would prove to be the beginning of the end. STARS here. Is anybody there?
stars here. Is anybody there? You're the escaped prisoner, Billy Cohen. Can we put a hold on the whole arresting me thing? We have bigger things to worry about right now. Ja, also man erfährt ja nicht mehr über die beiden Charaktere, glaube ich. Die Story sollte ja bekannt sein. Oh ja, 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 richtig. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Okay, also die ganzen Tipps würde ich jetzt nicht vorlesen, natürlich. Also ja, man kennt schon, Billy Cohen ist ein Strafgefangener, der hat angeblich, glaube ich, 28 Leute umgebracht. Was natürlich nicht stimmt, ist ja klar, er ist ja ein guter. Und Rebecca ist ein Mitglied der Stars, das jüngste. Sie ist da, stand jetzt 18, aber ich glaube, eigentlich ist sie erst 17. Ja, sie ist halt ein Wunderkind, sozusagen. So. Oh, oh. Ah, beweg dich doch nicht so viel. Ja, man kann auch die Waffe wechseln, ist klar. Kann zum Beispiel jetzt hier zur Maschinenpistole wechseln. Und allerhand Sachen zu schießen. Es ist halt ein bisschen komisch, auch wenn ich mit der Maus spiele und eigentlich sehr gut sein müsste vom Zielen her. Nee, es ist halt etwas störrisch, die Steuerung hier. Aber wie gesagt, man kann allerhand Sachen abschießen hier und Bonusgegenstände bekommen. So, Kräuter aufheben könnte ich auch noch. Oh oh. Let's head upstairs. They're on the stairs too. Da kann ich so ziemlich alles abschießen. Und kriegt auch Gegenstände dafür. The train. It's moving. Who's driving this thing? How the hell would I know? So. Und ich kann Granaten werfen. Mach ich jetzt aber noch nicht. Na doch, mach ich mal. Komm. Gibt ziemlich eine Menge Sachen aufzusammeln. Unter anderem auch Infos. Die werde ich natürlich dann mal näher beleuchten. Drückst du die Wii-Fernbedienung? Ja, genau. Das Pistolensymbol wird zum Messer. Ja, da kann ich nämlich hier so die Egel wegschlitzen. Wie gesagt, das spiele ich alles mit Maus und Tastatur, aber es sollte irgendwie ja passen, hoffe ich. Oh Gott. Oh, das waren gerade ein paar viele. Wow. Mist viel. Es ist halt sehr actiongeladen, könnt ihr euch vorstellen. Also es ist halt nicht wirklich ein storybasiertes Resident Evil, sondern einfach nur Lightgun-Shooter, wo man alles wegballert. So, zielst du auf das erste Hilfespray, wird Aufheben angezeigt. Das Spray ist quasi ein extra Leben. Nehmen wir gleich mal mit, wenn ich es treffe. Ich sag ja, ich treffe nicht so gut. Wahrscheinlich sind Geübte mit der Fernbedienung echt leichter als, besser als ich. Und es ist wohl leichter auch. Ja, aber würde mich mal interessieren, seid ihr auch noch im Resident Evil Hype oder seid ihr so ein bisschen übersättigt? Bei mir auf dem Kanal kommt ja echt viel Resident Evil in letzter Zeit. Ich find's immer noch geil. Ich kann nicht genug kriegen. Vor allem, weil das 8. ja bald kommt, Leute. Oh, ich freue mich so. Vor allem jetzt kommt ja bald die neue Demo.
So. Aber ich finde ganz ehrlich, für Wii sieht's gut aus, die Grafik. Ist natürlich ein bisschen aufgemotzt. Normalerweise sind es 720p. Ich habe jetzt hier, glaube ich, 1080. Dass es ein bisschen schicker ist. Oh oh. Erzieht euch. Das ist übrigens nicht der erste Lightgun-Shooter, den ich spiele. Ich habe damals schon Dead Space gespielt. Den Lightgun-Shooter. Wenn ihr euch erinnert. Gegnerische Treffer 120, kritische Eiden nur, zerstörte Objekte 59. Naja, gut. Naja, gut. Okay. Geht weiter. Einige Türen sind zerstörbar und verbergen geheime Wege. Über diese kannst du Gefahren umgehen. Alles klar. Ah, da war eine Schrot. War das eine Lampe? Erreichst du eine Türe oder eine Weggabelung, erscheint das Wort Bewegen auf dem Bildschirm. Ja, dann bewegen wir uns mal. Hm? Das habe ich übrigens beim Probespielen verpasst, diese Abzweigung. Ich habe bis jetzt zu lang Doofzeug gemacht. Oh, guck mal hier, noch mehr Infos sind das. Alter. How did that get here? This'll get ugly. Oha. Fall back. Da kommen übrigens wirklich Hunde an der Stelle, nur mal so. Wirst du von einem Zombie im Kampf gepackt, wird der Gegenangriff gestartet. Schüttel bei der Anzeige von Gegenangriff die Wii-Fernbedienung, um den Zombie anzugreifen. Ist der Gegenangriff erfolgreich, stößt du den Zombie weg. Es gibt noch weitere Aktionen im Spiel. Nutze sie zu deinem Vorteil. Aha. Also ich werde jetzt auch nicht die ganze Zeit nur alle Sachen ausballern oder rumballern. Oh. Da seht ihr, da war noch ein Text. So you figured it was the perfect chance to make your escape, huh? Well, not on my watch. I just saved your ass back there. You still want to arrest me? Wow. Aua. Die tauchen aber auch immer genau vorne auf, die Zombies, ne? Okay, also das war jetzt kritische Treffer, glaube ich. Oh. Ey. Schon ein bisschen fies. Wie kann ich mich nochmal heilen? Warte mal. Man kann sich nämlich heilen, auf jeden Fall. Kraut. Achso, man heilt sich automatisch, wenn man es aufhebt. Okay. Ich dachte, man heilt sich nur, wenn man, ja. Heilspray benutzt oder so. Man kann aber auch wirklich alles hier ausballern, das ist so doof eigentlich. Oh oh. Oh, ich bin ausgewichen. Was soll das? Ja, okay, das klappt übrigens manchmal nicht so ganz gut von der Steuerung her, weil es einfach nicht registriert wird. Oha. So, bis hierhin kann ich es dann noch, aber das war es dann auch. Wir haben es damals noch ein bisschen weitergespielt.
Was war uns, glaube ich, dann auch zu schwer irgendwo. Das gebe ich zu, wir waren damals viel zu schlecht, um das Spiel weiterzuspielen. Wir haben es, glaube ich, auch auf hart probiert und es ist halt echt unglaublich schwierig. Aha. Schon da hochschauen, da muss da irgendwas kommen, ha? Huh? Der Riesenskorpion. Das ist so ein Mistvieh. Au. Mistvieh. Ja. Oh, komm schon. Ich hab hier gedrückt. Okay, offensichtlich geht das mit dem B-Ausweichen nicht so ganz. Oh, das war's, der Skorpion. Ich muss mal gucken, wie das mit B funktioniert, weil das ging eben wirklich nicht. Das mit dem Ausweichen. Vielleicht hat es deswegen auch vorher nicht geklappt mit dem, wo er durch die Decke kam. Aber wir haben es geschafft, das war der Abschnitt. Zeit S, Gegner, ja, Gegnertreffer B, kritischer Treffer B. Objekte S, aber immerhin. So, wir haben das Gewehr. Notizen zur Gründung von Umbrella erhalten, Profil von Rebecca Chambers erhalten, Profil von Billy Cohen erhalten und Bemerkungen zu Egeln erhalten. Zugangsleistung 2. Alles gut. Wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz cool. Ihr könnt mir ja schon mal jetzt in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich mache natürlich jetzt auch mal hier so eine halbe Stunde Parts, versteht sich. Ich finde das ganz cool. So, Archiv, da haben wir es. Wir lesen das natürlich immer alles schön durch. Notizen zur Gründung von Umbrella. Auszug aus den Umbrella-Archiven. Einführung. Umbrella wurde 1968 von drei Partnern gegründet. Von mir, meinem guten Freund Edward Ashford, den kennen wir aus Code Veronica, das war der Großvater, und dem hervorragenden Virologe-Experten Dr. James Marcus, auch den kennen wir ein bisschen mehr aus Resident Evil Zero. Ja, der das geschrieben hat, ist übrigens Spencer, meine ich, oder? Hieß er Spencer, ja. Wir hatten alle ein gemeinsames Ziel vor Augen. Wir glaubten, dass die Virusforschung entscheidend dazu beitragen würde, die Volksgesundheit zu erhalten. Eines Tages würde vielleicht sogar eine Gesellschaft ohne Krankheiten entstehen. Das Umbrella-Logo ist das Symbol unseres feierlichen Schwurs. Wir erhalten die Volksgesundheit. Ja. Dies wird unter dem Schirm der Technologie geschehen. Durch all die erfahrene Unterstützung ist unsere Firma gewachsen. Das Umbrella-Logo ist weltweit bekannt und man vertraut ihm. 40 Jahre lang sind wir unseren Prinzipien gefolgt und haben Kliniken wie Privatpersonen Frieden und Sicherheit gebracht. Ich danke unseren treuen Aktionären, Angestellten und Kunden für ihre wertvollen Beiträge zu unserem fortgesetzten Erfolg. Leider sind Edward und James im vergangenen Jahr beide verstorben. Während ich sie betrauere, fühle ich, wie ihr leuchtendes Beispiel in unserer täglichen Arbeit weiterlebt. Ich weiß, dass sie beide stolz wären, wenn sie Umbrella jetzt sehen könnten. Wir von Umbrella werden weiterhin unser Bestes tun, um Innovationen zu fördern und die Welt für alle zu einem besseren Ort zu machen. Ach ja. Ja, Spencer, genau. Die Zukunft der Menschheit ist sicher unter unserem Schirm. Wir danken Ihnen für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Oswald E. Spencer, Gründer der Umbrella Corporation. Ja, cool, ne? Cooler Typ. Also ich meine, Umbrella generell ist ja ein super Verein. Oh, hier fehlt was leider. Naja. Profil von Rebecca Chambers. Rebecca gehört dem Stars Bravo Team als Sanitäterin an. Sie ist Expertin in der Herstellung von Arzneimitteln, hochbegabt und hatte bereits mit 18 einen Universitätsabschluss. Trotz ihres zarten Äußeren ist sie eine Frau der Tat und bleibt auch in Gefahrensituationen ganz ruhig. Ja, das stimmt jetzt leider nicht, aber ich mag Rebecca. Leider hat man nichts mehr über sie erfahren irgendwie nach dem Spiel.
und dem ersten Teil. Sie hat kaum Kampferfahrung, deshalb scheint sie manchmal unsicher und zögernd, wenn sie sich einer unbekannten Situation nicht gewachsen fühlt. Und Billy Cohen. Er war früher Unterleutnant bei den US Marines und wurde für seine Beteiligung am dem Tod von 23 Menschen, ach, ich dachte, das waren 28, wegen Mordes zum Tode verurteilt. Billy hat eine gute Auffassungsgabe und kann mit jeder Waffe umgehen. Durch seine Ausbildung kann er es körperlich mit jedem Ungeheuer aufnehmen. Er ist ein zynischer, eher schweigsamer Mann mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn und Pflichtgefühl. Naja. Und Bemerkung zu Egeln. Dieser Blutsauger wird etwa 20 cm lang. Die Entwicklung dieses von Dr. Marcus gezüchteten Untiers übertrifft alles, was bei einem Ringelwurm für möglich gehalten, was man bei einem Ringelwurm für möglich gehalten hätte. Man hat beobachtet, dass mehrere Egel gemeinsam eine Art kollektives Bewusstsein ausbilden können. Die fressen Fleisch, indem sie sich mit ihren vergrößerten Mäulern an der Beute festsaugen und verzehren einen ganzen Menschen innerhalb weniger Minuten. Köstlich. Das ist ja schön. Oh Mann. Gut. Wir spielen das zweite Szenario, Zugentgleisung. Jetzt sind wir mittlerweile schon in der Anlage gelandet. Und ja, ich werde es dann einfach halt immer pausieren, wie es passt. Achso, wir können uns jetzt entscheiden. Nehmen wir die... Guck mal, Level 1? Können wir das upgraden? Ich weiß zum Beispiel in Darkside Chronicles, da kann man Skillpunkte ausgeben, meine ich, oder? Irgend sowas war da. Ach, keine Ahnung. Ich habe es, wie gesagt, nie gespielt. Na gut. Das Spiel beginnt jetzt. Okay. Ja, okay. Ich finde das halt immer witzig. Rebecca und Billy gelang es, die Bremse zu ziehen und den außer Kontrolle geratenen Zug zu stoppen. Okay, das geht langsam, da kann ich mir echt Zeit lassen. Durch die massiv einwirkenden Kräfte entgleiste dieser und die beiden kamen knapp mit dem Leben davon. Wie gesagt, es ist halt auszugsweise Resident Evil Zero. Vor ihnen lag ein höchst geheimnisvolles Gebäude. Und bei Darkside weiß ich gar nicht. Da kommen aber auch immer wieder auszugsweise von den Spielen Szenarien vor. Come on. I'm not sure, but I can see the entrance. All right. I'm heading to the mansion right now. We'll rendezvous there. Roger. So I'm guessing you need a bodyguard, right? No. Do you? Ja, wie gesagt, die Kleine ist schon tough, die liebe Rebecca. Ich mag Becky. Wie gesagt, ich find's nur echt schade, dass mit ihr überhaupt nichts mehr irgendwie vorgekommen ist. Könnte man halt gerade meinen, sie wäre irgendwie doch draufgegangen irgendwann. In so einer Seitennotiz erfährt man vielleicht, dass sie dann getötet wurde von Umbrella. Oh nein. Ihr hört's doch, dass die kommen. Hey. Ich sag mal. Brenn mal, du Schwein. Die mich jetzt zweimal getroffen haben, schon wieder. Guck mal, auf normal. Man hält halt 5 Treffer aus, dann war's das leider. Das Problem ist halt, dass sich die ganze Zeit irgendwas bewegt. Also man ist... Muss immer so ein bisschen nachjustieren. Man kann nicht einfach wie in einem Shooter zielen, weil man selber nicht die Kontrolle über die Bewegung hat. Das ist leider das Problem, aber da muss man sich dran gewöhnen. Beziehungsweise auch die Situation auswendig kennen. Also nochmal gesagt, es ist kein einfaches Spiel eigentlich. Vor allem, wenn man wie ich so ein bisschen nicht sehr gut ist mit so einer Steuerung. I don't see any monsters. Oh, guck mal hier. Just in case, we better check upstairs. Ich will auch nicht die ganze Zeit rumballern und die Stimmung so ein bisschen killen, aber... The Umbrella Management Training Facility. The first General Manager, James Marcus. You know him? Just the name. He's been dead for some time now.
Friendly looking guy. Even dead, he has quite a presence. Man muss halt wirklich die ganze Zeit schießen. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Billy, up there! Oh, die ist schon wieder. Aha. Multikill. Not this way. Here. Mistviecher. Also man kommt hier leider nicht viel zum Erkunden, wie man sieht. Im Prinzip ist es einfach nur die Kurzfassung des ganzen Szenarios, leider. Und wie gesagt, sorry, wenn ich ein bisschen was rumballern muss, aber... Oh, oh, oh. Alter. Ey. Wow, sind die gerade explodiert und ich habe Schaden bekommen? Außer leider immer alles zu schießen, um die Items zu finden, die Special Items. Ich wünsche, ich müsste es nicht tun. Warte gerade. Warte mal, das Umbrella-Logo, kann ich das abschießen? Ah. Wie gesagt, ist halt ein bisschen schwierig. Ich gebe mir beste Mühe. Kann man wohl nicht. Aha, seht ihr? Das meine ich. Kommt ihr jetzt her, bitte? Oh nö. Jetzt übertreiben sie es hier ein bisschen. Hatte ich auch. Bam. Granaten sind schon geil. Boah, wenn die Affen jetzt auch noch kommen, dann werde ich ein bisschen... ...bisschen sauer. Aber die kommen natürlich, die Affen. Das waren für dich die schlimmsten Viecher hier. We have to find another way. Yeah, let's go back. Wie wär's, ihr geht durch die Luke? Oh nein, die kommen doch gleich, oder? Rebecca! Ich hab's ja gewusst. Hold on! Diese verfluchten Affen. Thank you. Billy, I'm sorry, but I have to know. Did you really kill 23 people? We were ordered to attack the village. Orders don't justify slaughtering innocent people. So, what happened in that village? You can't talk about it, can you? Ja, wir haben auch gerade ein paar andere Probleme. Nein, 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 nein. So, aber Leute, ich würde sagen, hiermit reicht's für den Part. Nur so viel kleiner Spoiler, Billy ist ein guter, habe ich ja schon mal gesagt.
Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like auf die Folge, wenn es euch gefällt. Dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein zu Resident Evil The Umbrella Chronicles, oder The Umbrella Chronicles, sagt man ja. Danke, tschüss.